Boah, wenn die schon voll anstrengendes Let's Play, diese Maus macht mich hier fertig. Oh, ich hoffe, ich muss nicht mehr zu viel machen. Die haben ja schon gegen Doc Ock gekämpft, ne? Gleich ist das Spiel zu Ende, oder auch nicht. Eher nicht als... Egal. Wir werden auf keinen Fall alle blauen Spinnen einsammeln, das könnt ihr vergessen. Wir nehmen hier einmal die Story durch und dann geht's weiter zum PlayStation 3 Spiel. Was sagst du, Scheiße? Okay, so viel dazu. Über das Haus komme ich nicht rüber. Dann muss ich wahrscheinlich mir unten einen super Schwungweg suchen. Zielen muss der Mensch können. Also eigentlich nicht nur der Spider-Mensch, aber ist ja auch egal. Ja, ich brauche unbedingt eine leisere Maus. Aber das ist ein bisschen peinlich, wie man hier hört, dass ich die Dinger nicht treffe. Oder ich rede einfach lauter. Geht natürlich auch. Oder ich lasse Klick- und Knackgeräusche von Audition entfernen. Kann der das überhaupt? Ich meine, Soundproof, das war kein Problem. Natürlich, aber das war ja auch Soundproof. Ich glaube, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, lief im Fernsehen gerade auf Kabel 1 ein alter James-Bond-Film mit Sean Connery. Aha, das ist also im Momentum abschwingen ist cool. Ja, ich weiß, der Pfeil zeigt wohin, aber lass mich doch mal ein bisschen Spaß haben, wenn ich hier schon mal das Spiel zum Laufen gebracht habe. Das war anstrengend genug. Ich glaube, das habe ich aber damals auch gemacht. Ich bin einfach die Ewigkeit, einfach nur so 2 Stunden in der Gegend rumgesprungen. Ganz einfach, weil ich es endlich konnte. War zwar nicht das Spider-Man 2-Erlebnis, das ich gesucht hatte, aber ich konnte schwingen. Und irgendwann nach ein paar Tagen hat das Spiel auch durch. Glaube ich. Doch, ich habe es irgendwann mal durchgespielt. Auch wenn das Doc Ock auf Zuglevel extrem scheiße war. Aber das ist immer so. Kämpfe auf Zügen sind in Spider-Man-Spielen schon immer kacke gewesen. Wisst ihr noch, der Zugkampf mit Sandman? Das war eine Sache, ey. Krasser Mist. Oh nö. Eben habe ich aus Spaß geschwungen. Jetzt muss ich schwingen. Leute, ich mach sowas nicht gern auf Zwang. Was soll das denn, Alter? Vor allem... Zeig mir doch wenigstens an, wo der nächste Ring ist, du Penner. Nö. Ach, da oben war er. Musst aber auch erstmal drauf kommen. So, lass mich raten. Da unten irgendwo oder auch nicht. Ernsthaft? Wo ist der? Ah, das war auch nichts Interessantes, Relevantes, ist ja auch egal. Zwie! Schwung zurück und Schwung vor. Ich werde jetzt auf diesen großen Laserstrahl zuschwingen. In der Hoffnung, dass er mir irgendwas bringt. Ich denke jedes Mal, das Spiel stürzt ab. Du hast mich gestern nicht zurückgerufen. Tut mir leid, ich musste meiner Tante helfen. Ist sie okay? Ja, sie hing nur eine Weile in der Bank fest. Ich suche ein Telefon und rufe die Polizei. Peter Parker, du bist echt seltsam. Was soll er denn sonst machen? Dem Auto hinterherrennen? Apropos, Auto hinterherrennen. Wenn man WASD nicht gewohnt ist. Nicht mehr. Nur schwing, du Spinner! Deiner Freundin wurde ein Auto geklaut. Was machst du? Du dümpelst hier rum. Ich bin gerade so unfähig, das glaubst du nicht.
Ist das eigentlich nur ein Netzlein oder so? Bleiben Sie stehen! Sie schuft! Ich habe euch verfolgt, ihr Penner! Hier stimmt was nicht. Ihr wisst, was jetzt angesagt ist, Jungs. Kuma? Seit wann machst du einen auf Autodieb? Seit du blöd genug bist, dem ersten heißen Wagen in meine Falle zu folgen. Schnapp ihn. Ernsthaft? Manche Schurken haben mehr Glück als Verstand. Ist doch mal gut, Leute. So, zum Schluss, du Rotkäppchen. Denn ich bin der große, böse Wolf. Und beim nächsten Mal prüft besser vorher, ob das Opfer ein Superheld ist. Ja, genau. Selber schuld, wenn du eine Geheimidentität hast. Es geht los! Keine Zeit zu verlieren, Ned Stepp. Halt mit, wenn du kannst. Wie soll ich denn da mithalten? Penner. Ich muss die Treppen nehmen, oder was? Jetzt gibt es eine Ladung Fäuste. Nicht das Gesicht! Aber lasert da schon wieder einer? Das ist nicht gut. Nö, das ist gar nicht gut. Was ist mit euch? Krav Maga für alle, ihr kennt das. So, NRG. So, ist er schon weg? Ich glaube nicht. Auf den Idioten! Hab dich. Soll ich nach unten gehen, weil ich's kann? Nur du und ich, du Faschingsheld. Guck mal da, eine orange Spinne. Nehme ich einfach mal mit. Weiß zwar nicht, was die Dinger einem bringen, aber Punkte. So, rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Wieso das Treppenhaus hier auf? Wer auch immer das hier gebaut hat, ist ein Vollidiot. Legen wir los. Bam, bam, bam. Kabam. Oh, ein Klugscheißer. Ja, ich merk schon. Sag mal, Junge, du musst doch erst mal zielen, bevor du wieder auf mich schießen kannst. Oder hast du dir die ganze Zeit, während du eingesetzt warst, vorgestellt, wie es denn aussehen würde, wenn du mich triffst? Na, ich sollte vielleicht das nächste Mal auf die Waffe zielen. Nö, da war ich vorhin unten. Puma-Time. Wo, was geht denn mit der Netzleine, warte? Setz. Versteck entdeckt, Diebe gesichert. Und es ist nicht mal Mittagszeit. Oh, der Tag fängt gerade erst an, Spider-Man. Na, das hatte ich befürchtet. So, was sollen wir denn machen? Aha. Puma, Größe 1,88. Gewicht ebenso, viel zu viel. Thomas Fireheart. Aha, Auftragskiller CEO von Fireheart Industries. Er ist Batman. Geburtsort, New Mexico. Ledig. Wieso haben die alle keine Frauen? Beziehungsweise wahrscheinlich ist das der Grund, warum die alle durchdrehen. Ich sollte vielleicht doch mal einen zulegen. Ausbildung, Master of Business Administration. Gott, ist der langweilig. Kann 10 Tonnen stemmen. Die werden irgendwie alle immer stärker, kann das sein? So, geschärfte Sinne, bla bla bla. Keine Übung im Kampf von mit Superhelden ist eine Schwäche. Na super. Deswegen kämpft er gerade gegen mich, damit er Übung sich holt. Willst du was ab, Spider-Man? Na komm! Aua! Willst du was ab, Spider-Man? Na komm! Ah, scheiß Maus! Endlich! Willst du was ab, Spider-Man? Na komm! Wie will ich was ab? Ich will vor allem dich ab. Au. Willst du was ab, Puma?
beim nächsten Mal bin ich nicht mehr so sanft. Welches nächste Mal? Nicht schlecht für ein Insekt. Ah, noch immer viel zu schlecht für das Let's Play, wenn ich das mal so anmerken darf. Willst du was ab, Puma? Nicht schlecht für ein Insekt. Willst du was ab, Puma? Ein Penner, ey, ich will Energie. Das ist der Punkt, an dem du umfällst, Puma. Wieder das Drehbuch nicht gelesen? Drinnen bist du ziemlich gut. Wow. Mal sehen, wie du dich draußen schlägst. Draußen ist kälter als nachts. Fand aber nicht so gut. Okay, Punkt 1. Ich brauche Energie. Punkt 2. Da ist Energie und ich hole mir Energie, glaube ich. Wieso komme ich da nicht hoch? Ach komm, ernsthaft? Ja, verarscht mich doch nicht, Leute. Also da komme ich nicht rauf. Lass fallen. Okay, habe ich. Nein! Ich wollte doch Energie. Suchst du mich? Nein, Energie. Oh, du lässt nach, Spider-Man. Und ich bin noch nicht mal richtig warm geworden. Wow, komm schon. Wow, komm schon. Ich stehe nicht so auf dich, tut mir leid. Black Cat, meinetwegen, aber doch nicht du. Du bist einfach orange. Orange ist nicht so geil wie schwarz. Ach, das war ein Auto. Wo ist er denn? Da ist er ja. Kawabanga! Hey, ich bin dir ausgewichen, ja? Penner! Na komm! Oh, ich merk schon, du bist voll der beste Puma! Du nervst langsam, Wanda. Du nicht? Wie geht denn wow! Wo ist er hin? Weg ist er. Da ist er. Alter, da, Energie wird mitgenommen, weil... Warum? Nun geh doch bitte darauf. Geh doch bitte darauf. Tu mir den Gefallen. Geh einfach da. Danke. Balanceakt. Meins. Na komm, Pumi. Pam, pam, pam. Du nervst langsam, Wandkrabbler. Und du nicht? Wie gefällt dir das hier? Hier, friss Schläge. Sei träge. Friss Schläge. Mayo und Senf und Ketchup, keine Ahnung. Rot-Blau. Beim nächsten Mal bin ich nicht mehr so sanft. Schläge Rot-Blau. Wow, Spider-Man. Wieso beim nächsten Mal? Okay, okay. Ich gebe auf. Hast gewonnen, Spider-Man. Das ist cool. Wieso glaube ich, der hat mich gerade verarscht? Eieiei. Eieiei. Du nervst. Und jetzt wird es langsam nur ein bisschen eng. Hör mal, ich will ihn auch mal wieder schlagen. Jetzt schlag zu. Davon habe ich noch mehr auf Lager. Du ja, ich hab's langsam, Wandkrabbler. Ich will dir das hier. Warte mal, da oben, da oben, da oben. Tschüss, Puma. Ich will doch nur hier weg. Das ist eine Arena, aus der ich nicht rauskomme, oder was? Hallo? Nein! Verdammt! Ich habe Energie gesehen und kam nicht hin.